Ja, geh außen drum rum. Bitte lass uns außen rum gehen. Ich möchte nicht gegen dieses Wolfsrudel kämpfen. Das sind viele. Das muss nicht sein. Dann lieber den Säbelzahn, das ist okay. Ja, ja. Mecker nicht rum, kleine Katze. Ich leg dich gleich schlafen. Das machen Katzen sowieso den ganzen Tag. So. Numero uno. Und Numero due wird nicht von Mord mit angegriffen, weil der sich lieber mit Schraten auseinandersetzt. Aber was haben wir dann? Die Goblins sind das. Sind das Goblins? Ja. So klein wie die sind, das müssen Goblins sein. Sage ich zu kleinen Leuten auch immer wie Gobbo. Ich mache gerne kleine, ich mache gerne Zwergenwitze. Kleine Zwergenwitze. Mit großen werden sie auch total überfordert. Oh Gott, der war so scheiße. Wem hast du es gezeigt? Das ist bei mir natürlich gewachsen, weil meine Mutter sehr klein ist und ich mit meinem Bruder zusammen und ab und zu sogar mit meinem Vater dann immer Zwergenwitze gerissen habe. Um dich ist es nicht schade. Da habe ich seitdem immer das Bedürfnis, wenn ich kleine Leute sehe, irgendwelche Zwergenwitze abzugeben. So, wo ist der andere hin? Weiter oben war das, oder? Hier war doch noch ein Säbelzahn. Wo habe ich den denn? Ach, egal. Und wieder einmal verliere ich die Orientierung. Sind noch mehr Säbelzähne. Das ist ein Ripper, aber mehrere Ripper. Ich greife die erstmal an. Mensch, Mord, bleib doch mal stehen. Siehst du es denn nicht, dass da Viecher sind, Mensch? Lass uns das doch erstmal bekämpfen, bevor du hier weitermachst. Kann doch nicht so schwer sein, mal kurz anzuhalten und so ein Vieh zu töten, Mensch. Ich will Blut sehen, Gottverdammt. So. Ich werde niemand vermissen. Ja, ja. Jetzt gehe ich noch Herz hacken. Ein bisschen Entspannung beim Erzhacken muss sein. Und Hossa. Nochmal 4 Erzstücke. Hier oben war noch mehr gewesen. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Und das Innere des Rippers natürlich ebenso. Eisenader, okay. Sieht aus wie einfach nur eine Steinwulst. Verdammt, jetzt habe ich mich beim Trinken bekleckert. Na super. Schön Gewürztee übers T-Shirt gekippt, so muss das sein. 10 Eisenerz, wow. Oh Mann, jetzt bin ich überall nass. So Mist. Aber ich habe es jetzt mal geschafft, mir meinen Tee genau so über die Hose zu kippen, dass es aussah, als hätte ich mir eingemacht. Das ist noch viel schlimmer. War zum Glück zu Hause gewesen, wenn das auf Arbeit passiert, ist das irgendwie peinlich. Hussasa, du böser Gobbo-Magier. Ich reiß dich. Toll, jetzt habe ich wieder... Ja, wegen diesen dummen Erzschürf-Dingens, da habe ich jetzt wieder bloß ein Schwert in der Hand. Toll. Aber ist auch okay. Kann ich genauso klickern. Ich finde die Gobbo schön, wie er hier den Pfeil in der Brust stecken hat. Oder am Schlüsselbein. Wo auch immer. Ne, in der Brust, durch die Brust, durch sogar. Kommt vorne wieder raus. Das ist geil. Um dich ist es nicht schade. Ach, halt die Klappe, Mord. So, hier oben auch noch was. Zumindest eine Eisenader, wenigstens was. Wisst ihr, ich fände es ja okay, also wenn das mit diesem, mit der Spitzhacke, wenn das wäre und ich, wenn ich die 1 drücke, dann auch wirklich wieder die beiden Schwerter in der Hand hätte. Aber es ist ja so, dass ich dann immer bloß ein Schwert in der Hand habe, weil das Ding es nicht gebacken kriegt, zu begreifen, dass sich Doppelschwert verwendet. Das kann doch nicht so schwer sein. Naja, was soll's. So, Mord. Wo bist du? Mord. Irgendwie gehen wir auch... Ach, okay, ich wollte gerade sagen, weil ich gerade das Schild gesehen habe, wir gehen ja auch gar nicht richtig. Aber Mord will auch gar nicht dort lang. Das sind wir ja schon, das ist aber schön. Das... Verzeihung, das freut mich. Freund oder Feind? Na, was wohl? Feind. Oh, ein Scherzbold. Gut, wenn du rein willst, musst du an mir vorbei. Also komm her, ich werde dir zeigen, was ein Haken ist. Willst du mich verarschen? Wer zuerst bewusstlos wird, hat verloren. Dann zeig mal. Das finde ich gut. Da!
Habe ich es doch genau richtig gemacht, damit ich nochmal draufkauen kann. So, kämpfst du mit, Mord? Schließlich kämpft er gegen mich. Du musst mich beschützen. Für wen ist gut so? Wir haben uns beide getroffen. So, mich würde mal interessieren, ob Sievert auch mit mir gekämpft hätte, wenn ich jetzt Freund gesagt hätte. Naja, ist auch egal. Mal gucken, ob er wenigstens noch irgendeinen bissigen Kommentar hat, wenn wir jetzt wieder mit ihm reden. Finde ich aber schön. Ein Scherzbold, dann hau ich dich mal weg. Immer diese dumme Frage, Freund oder Feind. Aber wenn ich das bei den Rebellen gemacht hätte, hätten die mich garantiert im Ernst angegriffen. Weil die Rebellen ja so dumm sind und glauben, dass ich da wirklich der Feind bin. Ja, ja, wie meinst du? Ich bin Sievert. Herzlich willkommen beim Feuerclan. Ja. Was machst du hier? Ich empfange die Krieger, die von draußen kommen. Sind viele Krieger unterwegs? Ja, wir haben schwere Zeiten. Die Orks werden immer dreister. Früher mussten sie nur ihre Nase aus ihren Höhlen stecken und haben eins drüber gekriegt. Mittlerweile haben sie sich hier überall breit gemacht. Es sind einfach zu viele. Ich finde es immer etwas seltsam mit der Lautstärke der Dialoge. Je nachdem wie die Kamera gerade ist, sind die manchmal so tierisch leise, dass die noch unter der Hintergrundmusik verschwinden. Was gibt's hier? Kommt drauf an, was du suchst. Wenn du ein paar Orks klatschen willst, wird sich bestimmt wer finden, der dich begleitet. Wir haben natürlich auch Schmiede und Jäger im Dorf. Sie sind nicht so gut wie bei den anderen Clans, aber den einen oder anderen Trick können sie dir bestimmt zeigen. Ja, ja, brauche ich gar nicht. Erzähl mir was über den Clan. Wir sind der Feuerclan. Nee. Was habt ihr mit Feuer zu tun? In uns ewige Flamme wohnt in unserer Brust und gibt uns Stärke für den Kampf gegen die Orks. Wir haben hier die besten Krieger in ganz Nordmar und die Orks fürchten uns. Geh ins Dorf, es gibt keinen Mann, der es mit dem Mut unserer Krieger aufnimmt. Du wirst sehen. Ja, super. Machen wir. Gehen wir mal. Ich finde das irgendwie immer blöd mit der Lautstärke. Ja, da drüben gehen wir gleich noch hin. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Da müsste auch einer rumstehen. So, Mord, wie weit willst du denn noch mit mir gehen? Hier ist der Feuerclan. No shit. Sie haben die besten Kämpfer Nordmars. So, dankeschön. Bring mich ein letztes Mal zum Wolfsclan. Was? Nee, danke. Mord kann eigentlich mal hier bleiben. Ist mir egal. Wir gehen erstmal hier runter. Und gucken erstmal, wen wir hier noch haben. Also ich denke zumindest mal, dass hier irgendjemand sein wird. Ich weiß es nicht. Jemand da? Ah ja, doch. Na, alles in Ordnung? Hm. Schon gut. Ich will es gar nicht wissen. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ich soll im Dorf bleiben, damit es nicht schutzlos ist, wenn die Orks kommen. Wo ist das Problem? Wir müssen die Orks angreifen, dann werden sie es nicht wagen, unserem Dorf zu nahe zu kommen. Weißt du was? Ich pfeife auf den Befehl. Wenn ich Orks sehe, gehe ich sie jagen. So wie es gute alte Tradition in unserem Clan ist. Eine... Sag mal, hast du gerade was vor? Eine tolle Tradition. Wieso? Ganz hier in der Nähe haben sich ein paar Orks eingenistet. Ich habe keine Lust zu warten, bis die Krieger wieder da sind. Du willst sie erledigen? Ja, aber ich suche noch Rückendeckung. Bist du dabei? Gleich. Geht gleich los. Was gehört noch zu eurer Tradition? Innos und Orks. Das reicht für ein ausgefülltes Leben. Naja, natürlich muss man ziemlich viel trainieren bei so einem Leben. Wie sieht's mit dir aus? Brauchst du noch ein paar Tipps, wie man am schnellsten mit Orks fertig wird? Ich kann sie dir beibringen. Ja, wir gucken mal. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ist ja mal wieder ein wahnsinnig spirituelles Leben, das sie hier oben führen. Aber gut, wer erwartet das auch? Gut, große Waffen sind mir egal. Wie töte ich einen Ork? Könnte vielleicht... könnte interessant sein. Ich muss erst mal gucken, was ich noch an Lernpunkten habe. Weiß ich gar nicht. Das war falsch. Hier wollten wir hin. Gut, 62. Stimmt, wenn ich mich recht entsinne, wollte ich sparen auf irgendwas. Falls nochmal irgendwas ist. Nein, das wollte ich... Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, dann machen wir das doch mal. Wie töte ich einen Ork? Dazu bist du noch nicht bereit. Willst du mich verarschen? Ist das ein voller Ernst, ja? Nee, dann nicht, ne? Also, pff, große Waffen, was ist das für eine Scheiße?
um Orks töten zu können, muss ich erst große Waffen lernen? Bitte? So ein Mist. Naja, egal. Gut, das brauche ich jetzt auch nicht machen hier. Den Quark. Na gut, dann gehen wir mal richtig in den Clan rein und nicht hier bloß diese Vorhütte besuchen. Mit dem Typen zusammen Orks tot prügeln, das können wir auch später noch machen. So, hier oben muss bloß ein Wächter sein. Frithjof. Enos mit dir. Schöner nordischer Name. Kenne ich nur von einem, ich glaube Norweger ist der, namens Frithjof Capra. Das habe ich immer nie gehört, aber klingt schon so richtig schön nordisch. Du glaubst an Enos? Natürlich. Enos hat uns gezeigt, was wahre Stärke ist. Und wie? Der erste König des Flachlandes war einer von uns. Enos gab ihm Stärke und Macht. Genug, um alleine das Flachland zu erobern. Nichts ist stärker als Enos. Deshalb folgen wir ihm. Ja, das war's auch schon wieder. War ja wahnsinnig informativ. Ihr könnt mich mal mit eurem Enos, ganz ehrlich. Mann, alles klar? Nein, nichts ist klar. Hallo, hier bin ich. Aha. Wo ist dein Problem? Eigentlich sollte ich da draußen sein. Orks jagen. Ja und? Siehst du, was ich anhabe? Eignet sich wohl nicht zum Orks jagen. Ach, sei nicht so. Ist doch hübsch. Haha, verarschen kann ich mich alleine. Ich besorge dir deine Rüstung. Gut. In diesen Klamotten beginnt man an seiner Männlichkeit zu zweifeln. Ach, warst du schon mal in Valant? Hast du dir schon mal die Assassinen angeguckt? Wo kriegt man eine Rüstung her? Meiner Größe? Sie muss extra angefertigt werden. Stena vom Hammerclan ist ein guter Rüstungsbauer. Sprich mit ihm. Toll. Was bekomme ich, wenn ich dir eine Rüstung besorge? Das Wertvollste, was ich besitze, ist meine Axt. Klingt gut. Vergiss es. Ich werde dein Gefolgsmann. Mehr kann ich dir nicht bieten. Super. Was verstehst du unter Gefolgsmann? Ich werde dir folgen, egal wo du Nordmar auch hingehst. Ich werde dein Leben mit meinem schützen. Solange wir in Nordmar sind. Genau. Ins Flachland bringen mich keine 10 Schattenläufer. Reicht mir ja auch. Wir brauchen ja noch ein paar Leute, die uns bei der Befreiung der Mine helfen. Da ist es ganz gut, wenn wir noch ein paar Waffenbrüder sammeln. Denn alleine will ich das wirklich nicht machen. So, Linus zum Gruße. Hast du Lust, mit mir auf die Jagd zu gehen? Life is life. Nee, nie wirklich. Nicht wirklich. Klar habe ich Lust. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, hier irgendjemanden zu finden. Die meisten unserer Leute sind unterwegs und schlagen sich mit Orks. Sag mir, wenn du soweit bist. Später. Gibt's Probleme mit den Orks? Ist es in Nordmar kalt? Die Säcke machen sich im ganzen Land breit. Sie plündern unsere Gräber, überfallen unsere Händler und verscheuchen unser Wild. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Unternehmt ihr was gegen die Orks? Die Orktöter sind unterwegs. Und jeder Ork, der ihnen über den Weg läuft, wird umgehauen. Klingt unorganisiert. Ist es auch, aber sehr wirksam. Aber wenn du es genau wissen willst, rede mal mit Kurth. Ich habe gehört, er hat einen Plan. Ich würde ja meinen, organisiert ist noch wirksamer. Weil man dann auch einfach mal mit 10 Leuten so ein Lager angreifen könnte und dann vielleicht auch gewinnt, ne? Kannst du mir was beibringen? Kann ich schon, das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Ach, leck mich doch. Wie viel? 10 Säbelzähne. Ich brauche sie für meine Pfeile. Spinnst wohl. Wer ist Kurth? Er ist unser Anführer. Ihm gehört das große Haus, ganz oben im Dorf. Hier sind deine Zähne. Kannst du mit Gold was anfangen? Ist Nordmar kalt? Dachte ich mir. Ich hab's ein paar Orks abgenommen. Ja. Gut, das war's dann auch für live. Dass man überall auch bezahlen muss dafür, ist schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Hat er gerade Glück gehabt, dass ich die Zähne dabei hatte. Ansonsten hätte er mich mal ganz gewaltig an meinem haarigen Hintern lecken können. So, hier oben ist ja sonst nichts mehr. Vielleicht noch hier. Man weiß ja nie, wer sich so in den Hütten versteckt. Aha. Was willst du? Nur ein Kämpfer. Nun denn, dann lass uns mal weiter hintergehen. War ich da schon? Ja, ich glaube, ne?